Endzone, A World Apart, Release Stream, 18. März 2021. Wo sind wir? 24 Saisons absolviert und kurz vor einer Dürre. 22 auf 23. Tagsüber 50 Leute leben in der Siedlung, 31 Kinder. Lady Bianca ist mit dabei. Hallo Bianca. Hallo, einen schönen guten Abend. Und also die Grundsachen stehen so halbwegs bei uns. Wir haben ein kleines Brunnchen mit Wasser eventuell demnächst, aber es geht so. Ja, Häuser gebaut. Ist irgendwo noch ein Bau im Auftrag? Ja, ein Brunnen hier hinten. Wie gut ist es, so einen hohen Zuversichtswert haben? Das gefällt mir. Hier wird fleißig gebaut. Der ist schon fertig. Der steht sogar schon. Der hier oben wird gebaut. Und der wird priorisiert von uns. Soll als erstes gebaut werden. Jetzt ist er im Bau. Genau, der war vorher nicht im Bau. Und als nächstes sagen wir dann hier unten dieses Teil hier bitte. Und die danach. Aber erstmal das hier für mehr Zuversicht. Die ist schon extrem hoch, das ist gut. Dann werfen wir einen Blick auf unsere Felder. Ja, Bepflanzung 100%, hier bei 92, da kann man bei den Bauern beginnen, einen runterzunehmen. Ob wir vor der Dürre fertig werden, 91% bepflanzt, hier sind es 100 Ernten. Nee, der Ertrag bei 1280 dann. Wir müssen gucken, dass wir vor der Dürre alles runtergeholt haben, sonst haben wir ein Problem. Hier ist der Bepflanzungsgrad noch nicht komplett. 7 Siedler, ein Brunnenwacht hier oben, den können wir schon mal einstellen. Es wird doch irgendwann gebaut sein, oder? 2 Baumeister, dann machen wir mal 3. Wasserträger jetzt nochmal steigern, ist egal, demnächst ist ja, es hat keinen Sinn. Forschung, weil die Dürre kommt ja schon in Kürze. Wir haben nur 2 Forscher. Packen wir mal einen dritten rein. Sammler. Wird fleißig gesammelt. 2 sind okay. Jäger hier unten. Einer unterwegs, dann wird wenigstens das hier nicht komplett überjagt. Mit einem ist das genau richtig. Dann die Weiden noch checken. Wo wir die Leute haben. Wo die Hirten tätig sind. Das sind 6, 4, 5. Wie viele denn jetzt? 5. Packen wir noch einen 6. eventuell rein in die nächste Weide. Die ist hier, steht die schon. Das war die 2. Weide. Das hier ist noch eine Weide. Dann machen wir hier noch einen weiteren Hirten rein. Dann haben wir in jeder genug Leute. Dann klappt das auch mit der Nahrung. Dann hatten wir zuletzt ein Holzproblem. Das müssen wir noch beheben durch mehr Förster. Mehr Förster geht nicht als die 4. Mehr ist nicht drin. Mist, was wir uns überlegen sollten. Für die Försterhütte, für eine 2. Försterhütte daneben bauen und die macht den Wald direkt hier vorne. Und dann wechseln die sich immer ab mit Aufpflanzen oder was weiß ich was. Hier noch einen 2. Arbeitsbereich hin, zum Beispiel. Ach, wisst ihr was, wir gehen gleich mal auf. Den noch müssen wir abholzen. Na, wie machen wir das? Also Holz haben wir bald ein Problem. Rest ist okay. Schutzmasken sind auch knapp. 2 Schneider. Plastik hatten wir gemutet. 2 Leute obdachlos, echt. 8 Leute hier. Hier leben 0 Leute rein, weil wir nur Alte reinnehmen können, hatten wir gesagt. Dann müssen die anderen halt umziehen. Hier sind doch die Alten. Können die nicht umquartieren? Können die nicht sagen, hier... Joaquin, da ist ein, da, du bist ein, geh doch rüber in das andere Gebäude. Alter Erwachsener, für den haben wir da extra das hier reserviert. Warum kann der nicht da hingehen? Können wir Leute einzeln rauswerfen? Meinst du, das geht, Lady B? Bianca ist mit dabei. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube nicht.
Er hat ein Fischereiabzeichen. Ich glaube, das geht nur perspektivisch dann. Das wird auf Dauer nicht gehen. Wir könnten bei beiden, wir könnten es bei beiden machen, wir könnten bei beide gehen auf Alter und Unfruchtbare. Ich weiß nicht, aber dann immer woanders zu wenige. Leben hier noch irgendwo Alter in den Hütten? Im Moment nicht. Nee. Insofern ist eigentlich schon mal alles gut. Dann steigen wir hier um auf alle Siedler. Jetzt geht die jungen Erwachsenen hier rein. Oh, da steht. Der Schrotthaufen steht. Zuversicht steigt und steigt. Das ist die Standortakte. Boah, die sieht ja super gut aus. Sehr schön. Sehr attraktiv hier alles. Fein. Das ist die Bodenfeuchtigkeit. Die ist hier gut. Die ist sogar nass. Dann gucken wir einfach einen Blick auf die Bodenstrahlung. Oh ja, ja, ja. Das gibt hier radioaktive Lebensmittel. Kann man den Leuten nicht sagen, hier bitte entkontaminieren. Strahlung entfernen. Aber ich habe Schiss, dass wenn wir hier die Strahlung entfernen, dass dann auch die Nahrung vernichtet wird. Aber das wäre lieber, als wenn die Leute hier plötzlich alle... dass die Leute jetzt wirklich so radioaktives Zeug futtern. Das stelle ich mir uncool vor. Das ist mir so lieber. Mir gefällt es aber nicht, dass sie hier durchrennen. Mal so weg alles. Sonst haben wir noch Glück. Oh, hier oben, es gibt auch radioaktive Pilze hier. Das heißt, wir sollten auch den Arbeitsbereich von der Sammlerhütte so einstellen, dass die radioaktiven Pilze nicht erwischt werden. Nur so. Wo das dann schnell alle sein wird. So ist besser. So, gleich kommt die Dürre in Kürze. Das heißt, wir könnten auch schon mal beginnen, jetzt die Fischfänger zurückzuholen und so weiter, wenn das hier austrocknet ist, Ende Gelände. Ich lasse mal schnell weiterlaufen. 8 Siedler, Baumeister. Hier oben steht der Brunnenwart. Einmal rein da oben hin. Prima. So, dann wollten wir das hier eigentlich ausbauen. Aber ich habe Schiss, wenn wir das ausbauen, dass die letzten Holzvorräte schwinden. Ich glaube, wir bauen noch einen Brunnenwart irgendwo hin. Wie läuft es mit der Forschung? Wissen wird erzeugt. Ich würde gerne auf jeden Fall in der Forschung als erstes Strom freischalten, Leute. Das motiviert mich total. Strom ist hier. Elektronik und dann der Rest. Bevor wir darauf klicken können, brauchen wir aber ein paar Forschungspunkte, sonst läuft hier gar nichts. Noch ein paar Forscher mehr. 5. Wir könnten gleich während der Dürre... Oh, Anbaufeld. Nahrung. Jetzt ernten, bevor die Dürre kommt. Ganz fix. Ganz fix. Hier ernten wir schon mal. Bauern hin. Wir holen alles rein, bevor die Dürre kommt. Aber es geht noch nicht auf jetzt ernten. Ach, weil die Ernte schon läuft. Das hatten wir schon mal. Weil wir knapp drunter sind. Hier läuft es aber nicht. Guck mal, Bianca. Hier können wir nicht auf jetzt ernten klicken. Aber das wird doch auch schon abgeerntet. Das hier oben, meinst du? Ja, das ist doch schon ausgewachsen. Ja, du hast und jetzt recht. Ist die Bepflanzung zwar nur noch 50%, aber die andere Hälfte des Feldes ist ja schon abgeerntet. Du hast völlig recht. Boah, jetzt haben wir Vorräte ohne Ende. Wie gut, dass wir das Lager ausgebaut hatten. Da hätten wir nämlich sonst ein Problemchen gleich. Bei 68, dann hatten wir das schon ausgebaut.
einmal ausgebaut haben wir. Auf Kapazität 1000. Jetzt können wir es zum Siedlungszentrum ausbauen im nächsten Schritt. Dafür brauchen wir Elektronik, die müssen wir noch freischalten. Okay, das haben wir geschafft. Gut, läuft, klappt, alles fein. Jetzt haben wir immer noch drei Baumeister hier. Ich würde sagen, hier stecken wir kein Holz rein. Das sehe ich im Augenblick nicht ein. Dach über dem Kopf haben alle. Hier wird die Radioaktivität brav entfernt. Das ist gut. Prima. Ernte läuft. Sechs Bauern ernten. In Kürze kommt die Dürre. Strahlenschutz lässt nach. Wir haben, ja, wir haben so viele Leute, dass mittlerweile unser Bestand an Strahlenschutzanzügen oder Masken zu schnell absinkt. Da müssen wir dringend was machen. Wir brauchen mehr Schneider. Anders geht's nicht. Der Expeditionsposten läuft im Augenblick nicht. Das war allerdings Absicht. Metalle, Stoff, Plastik. Die Schneidereien sind hier. Eine Schneiderei, also sollten wir noch eine zweite daneben setzen. Und zwar so, dass die in der Nähe hier liegt von dem Lager. Ich glaube, die nehmen genauso viel Platz weg wie die Werkstätten. Oder? Da hat nämlich mit Werkstätten geplant. Das ist 5x... 6. 1, 2, 3, 6 mal 6. Die Werkstätten sind kleiner, das gibt's doch nicht. Das müssen wir dann stellen wir die dahinter hin. Hier so. Wir können sie auch drehen. Hier hinsetzen, da passen wahrscheinlich mehrere dahin. Die Idee gefällt mir. Wird bitte als nächstes gebaut. Zügig! Eine Schneiderei bitte bauen. Und da wir genug Leute haben, können wir auch schon dann mal ein paar Stoffe mehr produzieren demnächst. Aber vor allem mache ich mir Sorgen ums Holz langsam. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, eine zweite Försterei zu bauen. Und die fängt dann erstmal... Försterei war wo? Ist die Försterei? Hier. Das ist unsere Försterei. Da arbeiten vier Leute, holzen hier alles ab. Ich glaube, wir können in demselben Bereich noch eine andere Försterhütte setzen, die da auch drauf sich bezieht, auf denselben Bereich, und die geht dann auf aufforsten. Klar, wir können auch beiden den Befehl geben, abholzen und aufforsten. Das können wir auch machen. Die Idee eigentlich ganz gut. Wir müssen nicht so weit laufen, das ist in der Nähe vom Lager. Ich würde die dann eher so hier reinsetzen. Wir setzen auf jeden Fall noch eine hier irgendwo hin. Wir können auch in die Richtung hier und dann laufen die zu dem Wald hier, holzen den erstmal ab und dann können die auch hier rüber. Das ist eine gute Idee. Das ist Lager. Hier so hin, da können wir eh kaum noch ein... Jetzt haben wir wahrscheinlich eh kein Feld hin. Wie läuft es hier mit dem Ernten? Ernten läuft. Nur noch abernten hier. Wir müssen aufpassen, dass nicht neu gepflanzt wird. Die Dürre kommt ja gerade. Dann lieber hier noch einen Bauern mehr rein. Dauert zu lange hier. Holt die doch mal rein hier. Das Zeug verkommt. Ein weniger. Und
Die können dann alle hier rüberlaufen. So. Die Wasserträger können wir schon mal abziehen. Denn jetzt läuft ja eh nichts. Lassen zwei drin. Ich vermute, dass das Programm die nimmt mit den besten Wasserträgerabzeichen. Stattdessen haben wir jetzt haufenweise Siedler und können jetzt mal endlich die anderen Sachen machen. Ein paar Baumeister noch einstellen oder ein paar andere Geschichten. Kohle wird auch weniger für die Masken. Da haben wir jetzt zwei Köhler. Schrott haben wir noch genug. Fischer können wir auch schon mal abziehen, ein paar. Das sind die besten Fischer da. Ja, alles gut, so machen wir das. Und jetzt errichten wir hier noch eine Försterei. Eine Försterhütte. Und setzen die hin. Vielleicht noch einen Bauernhof daneben. Sechzehn mal 16 wäre so. Finde ich nicht gut. Lieber hier Produktionsgebäude hin. Heute hier an den Rand, dann kann ich nach unten und nach oben laufen. Das machen wir dann. So. Da kommt sie hin, dann ziehen wir noch eine Straße hier entlang. Oh, das ist nicht nötig. Die wird einfach jetzt gebaut, bitte. Hütte entsteht hier. Berufe. Baumeister 5. Hier wird abgeerntet. Hier ist fast ganz abgeerntet. Mehr als 4 Leute können hier nicht arbeiten, glaube ich. Alles gut. Sammler reicht. Schneiderei steht hier mittlerweile. Nee, wird so im Schneckentempo gebaut. Jetzt ist die Trockenheit da. Ihr seht selber hier. Keine Fische werden mehr gefangen im Moment. Wasser kann hier rausgeholt werden. Und deshalb ist es gut, dass wir kleinere Wasservorräte haben und dass wir auch genug Nahrung haben. Wir müssen dringend noch Lager bauen nachher, sonst können wir nichts mehr einlagern. Damit können wir auch schon mal anfangen. Denn das hier können wir im Moment noch nicht ausbauen hier. Dafür brauchen wir 16 Elektronik und Forschung von ein Stück weg. Können wir nicht einstellen. Ich glaube, einfache Lager können wir schon mal bauen. Ja, provisorisches Lager. Ohne Wasser, aber sonst einiges. Die würde ich eigentlich auch in der Mitte lassen. Also eine Taktik ist, dass man halt die Lager verteilt an verschiedenen Standorten, sodass drumherum die Produktionsgebäude immer kurze Wege haben. Alternative ist, man sagt, man achtet darauf, dass alles immer zentral ist, dann stehen die nebeneinander und macht halt so einen Kreis. Einen Kreis, der langsam rausgeht, wo die halt in der Mitte stehen, dann ist das immer
Dann weiß man immer, die Wege sind konstant groß. Die erste Taktik gilt als die klügere, setzt man mehr Micromanagement voraus und dass man immer einen Überblick hat, wo man gerade was macht und dass man eventuell in bestimmten Lagern Dinge sperrt oder freigibt. Dass man zum Beispiel sagt, hier oben diese ganzen Schrottgeschichten, aber je komplexer das wird, weil da oben so ein Schrottsammelgebäude ist, aber je komplexer das ist, also desto mehr Gebäude man hat, wo verschiedene Rohstofftypen verarbeitet werden, desto mehr müssen diese Leute sowieso von einem auch zum anderen hin und her laufen und dann kann das kompliziert werden, wenn man spezialisierte Lager hat an verschiedenen Gebieten, weil die Leute mal dann dahin laufen müssen und am Schluss dann weiter gerannt sind, als wenn man alles einfach zentral in die Mitte gesetzt hat. Gibt es einen Multiplayer-Modus, fragt Lord Immortalis, den gibt es nicht beim Spiel. Aber schön, dass du hier bist, tut mir leid. Andere Auskunft kann ich dir nicht geben. Danke für die freundlichen Worte an die anderen Leute im Chat über unsere Community und wie freundlich man er ist. Hallo Peter Puhn. Also, ich würde die Lager eher zentral stellen. Aber ich diskutiere das gerne mal stellvertretend mit allen anderen von euch, mit der Endzone-Spielerin Bianca. Hallo DDB. Hallo! Wie siehst du das denn, dieses Thema Lager? Ich habe die schon öfter genutzt und es ist auf jeden Fall ganz praktisch, welche zu haben. Zum Beispiel so ein bisschen außerhalb. Wenn du das oben links bei der Weide und beim Sammler da so hinstellen würdest, zum Beispiel. Das macht dann halt Sinn. Nicht unbedingt direkt um deinen Wohnwagen, ums Zentrum herum. Weil dieses provisorische Lager hat auch so einen Radius, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Ach so, echt? Wir könnten natürlich zum Beispiel sagen, eins hier links in der Nähe von Weide, Sammlergebäuden und Farmen und das dann spezialisieren auf Nahrung. Nur müssen die Leute halt immer dahin rennen, um ihre Nahrung abzuholen. Da steht nicht zentral. Später im Spiel kann man einen Markt noch bauen, also könnten wir auch jetzt. Und dann würden die Logistiker von den Lagern aus der Umgebung und den Außengebieten alles hier hinschleppen. Dann müssen die Siedler nur den Markt besuchen. Das könnten wir auch jetzt schon machen und ihre Zuversicht würde dann erhöht. Also man könnte den Markt hier in dem... Oh Gott, ist der groß. Oh Gott, ist der groß. Das ist ja krass. Müssen die Siedler, die hier in der Mitte sind, immer nur sich dahin bewegen. Andererseits, die arbeiten ja auch irgendwo. Ich weiß nicht. Das ist wirklich absurd groß. Ich mache mal ein Lager hierhin. Für die Landwirtschafts- und Holzgeschichten hier. Die einen Radius haben. Ich kann keinen sehen. Wird gebaut. Immer noch Dürre, aber nicht mehr lange. Bodenfeuchtigkeit entsprechend gering. Vor Ort. Ja, es vertrocknet alles. Wir konnten nicht alle Ernten, nicht die gesamte Ernte einbringen. Fast die ganze. Wasservorräte gehen. Nahrungslager ist schön voll. Das ist die Bodenstrahlung und die ist mittlerweile auch was besser. Jetzt kommt ein Sandsturm. Nein! Ist das eklig. Guck mal. Ein furchtbarer Sandsturm kommt. Baldiger Sandsturm. Der ist schon da. Verlangsamt deine Siedler. Verteilt die Strahlung um. Beschädigt Gebäude. Katastrophe. Ganz große Katastrophe.
Hi Daro, du verwechselst die Wochen. Die Donnerstage. Das Update kommt nächsten Donnerstag raus, nicht diesen Donnerstag. Nächsten Donnerstag ist immer die nächste Woche und kommender Donnerstag ist die Woche, in der man ist. Ich hatte nächster Donnerstag gesagt und nächster ist immer die nächste Woche. Nächster, also wenn ich jetzt sagen würde, am nächsten Freitag, dann wäre das der Freitag in 8 Tagen. Wenn ich sagen würde, kommender Freitag, dann ist das der morgige Freitag. Tut mir leid, ist so. Ich hoffe, das klang nicht schulmeisterlich. So war es nämlich nicht gemeint. Ich habe das auch irgendwann mir selber beibringen müssen. Oh Gott, es ist wahrscheinlich so viel beschädigt, dass wir haufenweise auch mal, guck mal, alles beschädigt hier. Jetzt brauchen wir haufenweise Bauarbeiter. Alles, was wir haben, stecken wir ins Bauen rein und machen den Schwerpunkt erstmal auf Reparieren. Gebäude reparieren hat Priorität top. Rest kommt später. Haufenweise Bauarbeiten. Jetzt brauchen wir Holz, Leute, und haben keins. Holz jetzt schon Ende. Wir hatten kein Holz im Vorrat. Scheibenkleister, Leute. Scheibenkleister. Dann machen wir es anders. Dann hat Priorität bei uns Gebäude bekommen. Wenn wir Holz hätten, dann würden wir hier die Försterhütte bauen. Das Lager, das hat keine Priorität. Das stoppen wir mal. Aber die zweite Försterhütte, steht die schon? Die steht schon. Abholzen. Abholzen und bitte hierhin. Boah, Leute, jetzt haben wir ein Holzproblem. Und was für eins, weil wir keine Vorräte hatten. Weil wir alles weggebaut haben für diese teure Zuflucht, dieses Wohngebäude. Ernsthaft. Deshalb haben wir plötzlich kein Holz mehr. Wir haben an alles gedacht. Wir haben uns Sorgen gemacht um Wasser. Wir haben uns Sorgen gemacht um Nahrungsmittel. Wir haben uns Sorgen gemacht um Schutzmasken und Co. Jetzt ist das Holz alle und wir können, weil ein Sandsturm kam, nichts reparieren. Ist das nicht krass? Heftig, ne? Echt heftig. Ich kann auch nicht mehr machen, als 8 Förster hier laufen lassen. Warum steht denn hier das Fragezeichen darüber? Fehlen Ressourcen für Gebäudereparatur. Aber immerhin läuft sie trotzdem. Können wir sagen, dass die Försterhütte Priorität hat beim Reparieren? Weil das wäre irgendwie als nächstes Reparieren. Ach, wie cool. Försterhütte. Du musst unten auf den grauen Balken drücken. Welchen grauen Balken? Da, wo deine Maus jetzt drauf ist. Genau, da wollte ich gerade auch drauf drücken. Gebäude austauschen. Ich hab nur nicht so schnell gelesen. Entschuldige. Ist nicht schlimm. Eine Idee oder Frage noch. Du hast ja die Möglichkeit, deinen freien Siedlern so Beschäftigungsaufgaben zu geben, dass sie irgendwas frei machen. Hast du da einen Pin für Bäume fällen irgendwo vielleicht gesetzt? Gute Idee! So könntest du ja auch... Super! So könntest du auch noch Bäume oder Holz dann bekommen. Geniale Idee, das machen wir. Wir packen die Siedler in die Aufträge rein. Sehr, sehr gute Idee. Holz abbauen, oh Gott. Da nicht, da sind die Sammler mit den Pilzen unterwegs. Hier links. Hier rechts, da ist im Augenblick keiner. Einmal hier. Das ist eine gute Idee. Sehr gute Idee. Da gehen ja allen, die jetzt alle rüber und helfen beim Holz. Dann brauchen wir vielleicht auch gar nicht so viele Baumeister, weil die können ja eh kein Holz, nichts reparieren, mangels Holz. Dann machen wir lieber viele Siedler. Und die Förster halt. Können auch noch eine Försterei hier an den Rand bauen.
wir werden auf Dauer ein Holzproblem haben. Dann können wir auch noch eine Fassrei hier hinsetzen, nur die muss dann auch erstmal gebaut werden. Die kann im Augenblick nicht gebaut werden. Boah, ist das krass. Hier wird erstmal nur abgeholzt, bitte. Alles pausiert. Immerhin ist die Dürre gleich fertig. Das heißt, wir können auch Leute wieder als Wasserträger einsetzen. Jetzt haben wir 10 Siedler. Fischfang kann erstmal ein bisschen kleiner sein. Da sind unsere Siedler. Moritz. Schleppt. Was schleppt er denn? Bildungsstand gut bei der Produktivität und schleppt 4 Holz, na immerhin. Ist ja schon mal etwas. Meistermodus zuerst bauen, dann reparieren, das macht Sinn. Das ist das einzige Gebäude, was im Augenblick im Bau ist. Hier unten. Und das ist die Försterhütte, die wird repariert. Oder ist die schon repariert? Die ist schon repariert. Die ist wieder intakt. Das ist der nächste Schritt. Wir bauen erstmal gar nichts. Bauten sind überall deaktiviert. Alle Bauten sind deaktiviert. Erstmal nur reparieren. Dafür müssen wir auch nicht den Fokus hier ändern, weil Gebäude bauen ist halt keins im Bau. Deshalb ist Gebäude reparieren de facto sowieso schon Priorität. Straßen anlegen, ja, kann man machen. Aber wir haben ja teilweise schon Straßen. Und also da, wo die auf jeden Fall lang gehen, klar. Also da, wo sichere Wege sind und wo wir nicht künftige Bauplätze beschädigen, da haben wir schon Straßen gebaut. Ich glaube, viel mehr geht da gar nicht. Wir können mal gucken. Und dass wir die nachher wieder ab und weg machen müssen. Hier können wir. Können wir eine hinlegen, das macht Sinn. Jetzt immer gucken, wo viele Leute gerade unterwegs sind. Das könnte sein. Ja, aber das betrifft nicht so viele. Da können wir eine ziehen. So. Ist die Dürre vorbei? Jawohl, Wasser ist wieder da. Holz. Langsam kommt das Holz auch wieder her. Müssen Gebäude noch repariert werden? Kaum noch. Die meisten sind wieder intakt, oder? Haben wir die Krise überstanden? Ich glaube, es ist wieder alles repariert, oder? Ist irgendwas noch nicht repariert? Ich glaube, es ist alles repariert. Siehst du, Bianca, irgendwas, was noch nicht repariert ist? Nein, sehe ich nicht. Und das Gute ist, wir haben auch wieder Holz im Lager. Also genau. Sehr gut. So, nächster Schritt. Können wir da hingehen ans Bauen, Bauen, Bauen.
Krise bewältigt, Leute neu verteilen, durchschnaufen, hoffen, dass alles gut geht. Siedlung hat die nächste Krise überstanden. Im gefühlt jede Stunde eine Krise.